Dazu gehe ich mal aufs Hinterdeck. Da war ja noch ein Liegestuhl und vielleicht kann ich da ja irgendwie ein Stück Holz mal rausbrechen oder so. Mal gucken. Ne, da geht gar nichts mehr. Das Nebendeck wollte ich auch nicht. Ja, damit hat sich das schon mal erledigt alles. Ach, die Lichterkette, die habe ich noch gar nicht betrachtet. Dann tun wir das jetzt mal. Ob Edison damals schon geahnt hat, wie inflationär die Menschheit mit seiner Erfindung umgehen wird? Inflationär. Ja, der gute Edison, ne? Der Erfinder des Lichts. Ja, betrete den Salon, da kommen wir gerade her. Da wollte ich eigentlich nicht wieder rein. Geht's hier noch weiter runter? Nee, das ist ja abgesperrt. Dann gehe ich mal aufs Nebendeck. Also irgendwo habe ich noch was über... Oh, was ist denn das? Zeitung? Ah, nee. Ach, hör auf. Hätte ich da dran gekonnt. Ich gehe nochmal kurz zurück. Nee, da geht nichts. Da geht nichts. Ja, was soll ich sagen? Oh. Nee, Hinterdeck. Da hängt eine Notiz im Zettel. Ach, das ist die Speisekarte, die auf dem Tisch steht. Alles klar. Ja, also wirklich die Gangway betrachten. Das hat man doch schon, oder? Die hat man doch schon betrachtet. Seltsam. Fast überall auf dem Schiff kann man eine Waffe problemlos unbemerkt ins Meer gleiten lassen. Und der Mörder sucht sich ausgerechnet die paar Meter aus, in denen das nicht geht? Die Gangway ist kaum zu übersehen. Warum hat der Mörder seine Waffe auf die Gangway fallen lassen? Er muss seinen Fehler doch bemerkt haben, selbst wenn er mit dem Rücken zum Meer stand. Warum hat er die Waffe dann nicht aufgenommen und einen Meter weiter ins Meer geworfen? Vielleicht, weil er sie noch gebraucht hat. Das kann ja durchaus sein, ne? Dass er die noch gebraucht hat. So, oh Gott, das Turmband haben wir auch noch. Stimmt, Nachricht der Baronin haben wir noch. Und Steinchen. Steinchen. Was kann ich mit Steinchen anstellen? Könnte ich da den Oliver vielleicht da hinten mal weglocken? Sergeant Oliver? Nee, Sergeant? War er Sergeant? Was war Oliver? Constable Oliver. Von und zu. So, die Tür betrachte ich nochmal. Das hat man zwar schon ein paar Mal gemacht. Ich sollte dringend mit dem jungen Mann reden. Eben. Wenn ich in den Frachtraum will, muss ich den Konstabler vorher loswerden. Er wird mich nicht zu unserem jungen Freund vorlassen. Da sagt das mir schon, den Konstabler loswerden. Wie machen wir das? Wir könnten ihn vielleicht... Hallo? Wieso kann ich jetzt keine Sachen mehr... Und was ist mit dem Schuss, der abgefeuert wurde? Ja, achso, es geht weiter. Könnte die zweite fehlende Kugel aus der... Gut, das hatten wir ja alle schon. So, kann ich die Steinchen mit dem Konstabler verwenden? Mit der Tür? Nee. Schade, ich dachte, ich könnte die Steinchen werfen und ihn so irgendwie weglocken. Ja, hier geht irgendwie gar nichts, ne? Ich bin jetzt kurz davor, mal wieder die Hilfe einzusetzen, obwohl ich da überhaupt keinen Bock drauf habe, liebe Leute. Aber was soll ich denn sonst großartig machen? Ach, nochmal mit ihm reden? Ich glaube, das bringt mir nichts. Er wird mich nicht zu unserem jungen Freund vorlassen. Nee, er hält nicht viel zu große Stücke auf Le Grand, um illoyal zu werden. Wenn ich in den Frachtraum will, muss ich den Konstabler vorher loswerden. Aber wie? Soll ich unten nochmal Alarm auslösen? Oder soll ich nochmal... Sitzt der gute Inch noch hier? Vielleicht kann ich Inch ja nochmal anhauen. Und da oben konnte ich doch auch nochmal hin, ne? Ich schau den Der Tod seiner Herrin scheint Butler Inch nicht sonderlich nahe zu gehen. Er macht sich vor allem Sorgen über seine eigene Zukunft. Ja, das wissen wir bereits. Sag mal, ich konnte doch mal da oben noch aufs Deck gehen. Da will ich jetzt unbedingt mal hin. Ich steige die Treppe hinauf. So, jetzt schaffen wir's. Ja, der gute Matty, wo versteckt er sich eigentlich mit seiner Mutter? Das würde mich mal interessieren. Den vermisse ich mittlerweile wirklich. Also Matty, das war ja, jetzt muss ich mal ein bisschen was aus der privaten Trickkiste erzählen. Meine Freundin sagt ja, sie findet Matty super sympathisch, weil er offen ehrlich ist und das sagt, was er denkt. Ich fand Matty ein bisschen voll laut. Ja. Ne? Falsche Kinder und so. Aber mittlerweile ist Matty mir doch sehr ans Herz gewachsen. Kann ich die Steine hier irgendwie loswerden? Hier gibt's nichts, Leute. Was geht denn hier bitte ab? Die Axt kann ich nicht nehmen. An dem Schiff
Schiffchen oder Bötchen kann ich hier nichts mehr machen. Lala. Ach Gott. Das Portemonnaie. Ich gehe davon aus, dass unser blinder Passagier mich niedergeschlagen hat. Was immer seine Geschichte ist, er ist zumindest kein Dieb. In meinem Portemonnaie fehlt nichts. Naja. Wenigstens etwas, ne? Haben wir wenigstens so ein bisschen Kohle hier entdeckt. Können wir uns mal ein leckeres Sandwich kaufen. Oder ein lecker Eis. Je nachdem. So, wir gehen dann mal ins Innere des Schiffs. Mal wieder, wie so oft. Ja, die Kabine der Baronin. Hab ich da noch irgendwas übersehen? Ich schau am besten nochmal nach. Also irgendwie... Oder vielleicht sollte ich mal in mein Notizbuch schauen. Ach, dunkle Gestalt. Die drei Schlüssel. Schuss im Frachtraum, Mord. So, was habe ich denn hier an Notizen? Geheimnis. Wer ist der Mörder? Es wurde noch kein verdächtiger Mordfall der Baronin gefunden. Ich schaue mal, ob ich von den anderen Passagieren hilfreiche Informationen bekommen kann. Ich sollte nach Indizien suchen, die uns weiterhelfen können. Hinweis, Le Gros hat mir erlaubt, die Kabine der Baronin zu durchsuchen. Hinweis Nummer 2, es könnte außer den Federn noch etwas in der Vase stecken, aber meine Hand ist nicht schmal genug, um hineinzugreifen. Ja, gut, jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Was habe ich denn dabei? Ich habe jetzt nicht wirklich viel, um in die Vase zu greifen. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht, ich gehe trotzdem nochmal rein. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. In die Vase, könnt sie doch einfach umdrehen. Was haben wir denn hier noch alles? Hier gibt's ja nichts mehr, ne? Wir können den Blutfleck nochmal betrachten, zum wiederholten Male. Mir ist egal, was Le Grand und Dr. Gebhardt sagen. Dieser Blutfleck sieht seltsam aus und ich würde gerne eine Probe nehmen. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, das Blut noch einmal zu untersuchen. Ja, wie soll ich eine Probe nehmen? Da sind wir schon beim nächsten Problem. Liegt hier noch irgendwas? Die Handtasche nochmal durchsuchen. Vielleicht finden wir da noch was. Hör mal. Kosmetik, ein Taschentuch, ein Brillenetui. Nichts Außergewöhnliches. Das Tagebuch hat man ja auch schon. Die Baronin war eine vielbeschäftigte Frau, die einen Verlust verkraften musste. Sie schreibt von Bubi und Jott, die beide nicht mehr zu leben scheinen. Im Krieg hatte fast jede Familie Tote zu beklagen. Vielleicht auch ihre. Ich lasse es da liegen. Ich habe nicht die Zeit, es vollständig durchzuarbeiten. Gut, okay, wir haben jetzt das hier komplett weggeklickert. Was? Die Bullaugen. WTF. Ach, wo der Vorhang davor hängt. Die Bullaugen führen in Richtung Nebendeck. Hätte jemand die Kabine durch die Bullaugen verlassen, hätten Le Grand und ich ihn sehen müssen. Die Bullaugen sind verschlossen. Und lassen sich von außen weder öffnen noch schließen. Es ist dasselbe Problem wie bei der Tür. Wenn jemand die Kabine durch die Bullaugen verlassen hat, wie wurden sie dann verschlossen? Und von draußen erschossen wurde die Baronin auch nicht. Der Doktor sprach von einem Schuss aus nächster Nähe. Oh Gott, ist der Mörder noch hier in der Kabine oder was, wenn er nicht rausgekommen ist? Jetzt machen wir keine Sorgen hier. Ja, so, wir sind auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter mit den Bullaugen. Ach, die Vase, das bringt mir doch alles nichts. Die Steine mit der Vase? Nee. Turmbad mit der Vase? Nee, auch nicht. Ach komm, geh doch mal zurück jetzt hier. Er will nicht mehr zurückgehen, ne? Das ist hier was. Also sorry Leute, aber hier teilweise mit der Steuerung, das ist mir ein bisschen, Der Gute kommt nicht mehr raus. Der kommt nicht mehr zurück. Er ist gefangen in der Sackgasse. Hallo? Gut möglich, dass sich im Bauch der Vase etwas befindet. Aber der Hals ist zu eng, als dass ich mit der Hand hineingreifen könnte. Ja, mein Hals wird langsam auch immer enger, wenn ich jetzt hier nicht endlich mal zurückkomme. Alter. Er ist doof. Das ist doof, das ist doof. Ich versuche jetzt die Kameraperspektive. Mir ist egal. So, ja, vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, das Blut... Ja, das hatten wir schon. So, ich würde gerne mal hier rausgehen. Oh, stopp. Oh, nee. Ach, komm, jetzt bin ich draußen, jetzt ist auch egal. Jetzt gehe ich nicht schon mal zurück, ich muss ja eh nochmal in den Raum rein. Ich glaube, ich hatte eben noch hinter der Tür was gesehen. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie weiterkomme, gehe ich nochmal da rein und gucke mir das genauer an. Kann natürlich auch sein, dass es einfach mal nichts war. Ich mich einfach verguckt habe.
Die Krankenstation scheint wohl immer noch geschlossen zu sein. Betritt Legrands Kabine, ja. Was soll ich sonst anderes machen, ne? Vielleicht ihm das mit dem Bullauge nochmal erzählen. Ich meine, das Tonband, wie gesagt, das habe ich auch noch. Ach, Inspektor, können Sie mir weiterhelfen? Ich habe jetzt mit jedem gesprochen, aber ich komme hier überhaupt nicht weiter. Auf Teufel und Verderb. Wachtmeister? Ach Gott, nee, es bringt... Oh, nee. Wegen des Schlafmittels? Ja, nochmal. Wer hat Ihnen das Glas gegeben? Ach, das weiß ich jetzt. Es war Kapitän Di Conti. Sicher? Er streitet es nicht ab. Er sagt allerdings auch, dass die Gläser an diesem Abend durch eine Menge Hände gegangen sind und jeder freien Zugang zum Champagner hatte. Also hätte es jeder sein können. Vielleicht ist die Frage nicht, wer das Gift ins Glas getan hat, sondern wer vergiftet werden sollte. Kluger Mann. Und wer sollte vergiftet werden? Dr. Gebhardt. Von ihm hatte der Kapitän das Glas. Ein betäubter Schiffsarzt. Das klingt für den Mörder nach einem größeren Nutzen als ein betäubter Wachtmeister. Meinen Sie? Musste der Mörder davon ausgehen, dass sein Schuss das Opfer nicht sofort töten und Dr. Gebhardt es in einer Notoperation retten würde? Sie haben recht, das ist unwahrscheinlich. Mein Ego sucht nur nach Erklärungen, warum man Sie ausschalten wollte und nicht mich. Gute Arbeit, Zellner. Ich melde mich, wenn ich weitere Hinweise gefunden habe. In Ordnung. So, guck mal an. Hier, der Inspektor, der hat hier in seiner Kabine auch hier so ein Alarmauslöseding. Hat er es vielleicht gezogen? So, ich will jetzt hier zum Gebhardt. Dr. Gebhardt hat die Tür abgeschlossen. Und solange es keinen wirklich triftigen Grund gibt, werde ich ihn nicht wecken. Etwas sagt mir, dass er da keinen Spaß versteht. Das hat man ja alle schon, Mein Gott, wo komme ich denn jetzt hier wie mal weiter? Ich muss hier nochmal alles abgehen. Vielleicht muss ich nochmal jemanden befragen. Vielleicht hat sich ja jetzt auch mittlerweile wieder irgendwas geändert. Die Bullaugen von außen mal betrachten. Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich nochmal ins Zimmer der Baronin gehen. Das werde ich jetzt mal machen. Um das eine auszuschließen, was ich da noch hinter der Tür erspäht habe. Nicht, dass es da jetzt wirklich weitergeht. Was ist denn das hier in der Ecke? Den Alarmmelder, genau. Noch ein Alarmmelder. Dieser hier wurde irgendwann mal betätigt. Der Draht der Verplombung ist gerissen. Aber ob das gestern oder vor 5 Jahren passierte, lässt sich nicht erkennen. Ha, super. Jetzt darf ich nochmal runter und das berichten, oder wie? Mann. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Also ich muss irgendwie was finden, um mal in die Vase zu greifen. Eine Verlängerung meines Armes. Da müsste ich doch hier mal irgendwas finden. Ach, die schöne Musik. Da ist sie wieder. Ich habe sie schon so vermisst. Lalalala. Betrachte den Eiskübel. Ach, guck mal an. Der ist mir völlig entgangen. Die Versorgung mit alkoholischen Getränken und allem, was dazugehört, ist an Bord dieses Schiffes allererster Klasse. Oh, ja, wenigstens etwas, was hier klappt an dem Schiff. So, dann öffne ich das Ding mal. Wie zu erwarten, frisches Eis und eine Zange. Ja, nimm die Zange. Ja, danke. So. Herr Wachtmeister Zellner, was muss ich sehen? Macht jetzt sogar die Polizei schon lange Finger? Nee, lange Arme machen wir gleich. In die Vase rein. Ich benötige dieses Instrument für eine kriminologische Untersuchung. Na, wenn Sie das sagen. Aber bringen Sie die Zange wieder zurück, wenn Sie sie nicht mehr brauchen. Sonst habe ich den ganzen Tag kalte Finger. Ja, er trinkt gerne mal ein und das Eis gekühlt. Der Captain ist auch on the rocks. Naja, solange kein Eisberg rammt, sondern nur Eis in sein Glas schüttet, lassen wir ihm mal die kleinen Freuden des Lebens. So, jetzt geht's mal der Vase an den Hals. Beziehungsweise an den Kragen. Mit der guten Eiswürfelzange. Jawohl. So, hier drauf.